Drei, zwei Und willkommen, nein, eins. So, ich habe das jetzt doch da drauf. Und herzlich willkommen zu Diablo 3 Reaper of Souls. Wir sind wieder zurück nach ein paar Monaten, paar Ja, gefühlte paar. Jahren. Ja. Und wollen jetzt erstmal mit Tia reden. Das Dingo! Ja, natürlich. Glaube, das ist das falsche Jetzt Spiel. wissen wir, dass Nein. sich Maltael in den Ebenen des Wahnsinns aufhält. Dann versteckt er sich ohne Zweifel in der Festung. Maltael kann dort bis zum Ende aller Tage ausharren. Er zwingt uns dazu, zu ihm zu kommen. Er ist ein Feigling, der sich versteckt, bis er stark genug ist, mir gegenüberzutreten. Zillot. Der einzige Weg zu den Ebenen des Wahnsinns führt durch die hohen Beim Himmel. Rebellion. Wir sollten Ja, sofort der Zillot, der aufbrechen. ist richtig wieder auf. The Hab extra Mighty ausgewählt. Mighty Buch erstmal ins Barbarian Portal reingehen. Man. Ja. Oh. Was Es ist passiert nicht hier? der Endboss. Ja. Zerstört das Tor! Ich hab keine Ahnung. Das ist schon der Endboss. Der ist hier. Ja, das ist noch eine Maid. Von der Schule Raumann. Was greift uns hier alles an? Alles? Oh Gott. Ich werde gleich sterben, ich werde sterben. Immer. Von Might of Doom, man. Stimmt ja, ich habe ja noch. Ist uns anzugreifen? Der schon wieder. Den kenn ich doch Ja, die jetzt Walter hat er ist mittlerweile. Mein Bruder. Ich habe in Tausenden von Schlachten an seiner Seite gefochten. Außerdem kümmert es mich nicht, dass er euch und euresgleichen zu vernichten sucht. Doch mein Bruder ist krank. Und um seinetwillen muss er aufgehalten werden. Oh, Gold. Nur bringe ich es nicht übers Herz. Also liegt es an euch. Kommt, Mephalem, auf in die Ebenen des Wahnsinns. Oh nein, ich erinnere mich an das Gebiet, ich hab's gehasst. Ja, ich auch. Dieses Mal besteht aus ist Imperius jetzt 70% Gaines und 30% Licht. Nicht mehr 100. Jetzt davor waren sie ja 65. Oh, Zwischensequenz. Maltael wollte mich von den Ebenen des Wahnsinns fernhalten. Ja, Anscheinend Mann. kam ich ihm etwas zu schnell voran. Jetzt werde ich dieses Ödland durchqueren. Vorbei an Überresten unzähliger Schlachten zwischen Engeln und Dämonen. Irgendwo dort befindet sich die Festung des Wahnsinns, in der mich der Engel des Todes erwartet. Cool, wir Voll zwingen Gott dramatisch, von ey. Tod, was tot ist, wow. Mein PC brennt förmlichst. Jetzt schon? Das Gehäuse, Alter, ich hab Angst, das Gehäuse schmilzt. Meiner, der ist richtig heiß, ey. Bei meiner dem Wetter sogar. Meiner ist Movie noch. Dann kann man noch, Ja, wo ist Asgard? Den hab ja, ich vergessen. aber mein PC, da muss voll arbeiten, weil runterladen, installieren und sonstigen Scheiß machen. Ja, was so lädst du denn runter? Ja, gerade nichts. Ja, sonst, ja, ich muss meine weiß, Pornos wieder hier runterladen. befindet sich ein Feld. Und noch mehr. Ey, wir treffen hallo, da uns rede. dort. Ich werde euch zeigen, was getan werden muss. Das Mini-Diablo. Oh, nice Wissen. Die Verwüster zählen zu den furchterregendsten Soldaten der Hölle. Boah, was ist das denn hier? Seit sie auf den Geschmack oh, des Krieges gekommen sind, verweilen sie auch. Wenn ihr bestehen wollt, müsst ihr euch mehr anstrengen. Okay, Meister. Okay, Meister. Schutzbefehl. Die Ebenen des Wahnsinns sind ein Ey, der großes, blendet sich schon für sein Licht, Reich, Mann, ey. In dem noch viele Muss Dämonen aufpassen, verstreut sind. Insbesondere die kriegsgezeichneten Marodeure waren nicht gewillt, wieder in die Höllen zurückzukehren und sind zur Plünderung der auf dem Schlachtfeld verbleibenden Engelsstützpunkte übergegangen. Sie sind vielleicht nicht die mächtigsten, doch gewitzte, hinterlistige und erfahrene Krieger. Okay, Mann. Hilfe? Warum sind da jetzt diese fliegenden Hämmer? Das hast du gemacht. Nö. Den Effekt auf seine Rüstung oder so? Kann oh, sein. Oh, go, go, go. Gold, gold, gold.
Ey, dieser scheiß Killstealer. Boah, wo der Effekt gemacht hat, hatte ich einen richtigen Frame-Einbruch, ey. War mir böse. Ey, Mann. Wir haben den Kreuzritter vergessen. Ja. Ja, komm direkt zu mir gelaufen, ne? Immer kommen die zu mir, ey. Packen mir dann Popo, packen da kurz drauf und dann hauen die wieder ab. Der Leute ist Level up. Fähigkeit, Fähigkeit. Nichts ordentliches dabei. Ah, oh, erstmal wegteleportiert. Wieder rein, ne? Mit den Sprechen. Ist denn hier noch alles? Gar nicht. Hier ist eine Kiste. Oh, cool. Erstmal holen. Mit ihrer Hilfe könnt ihr in die Festung gelangen. Okay, Meister. Lass einfach zurück. Oh nein, die Kiste. Ach nein, oh. Ihr besitzt bereits eine, aber es gibt noch zwei weitere. Oh nee. Wir können sie auf dem unten liegenden Schlachtfeld finden. Zusammengepfercht mit den Dämonen, die sie einst trugen. Geh zur Ramme, sobald ihr die Runen habt. Aber Nephalem, ihr solltet wissen, dass ich euch nicht dafür danken werde, wenn ihr Maltael von seinem Wahnsinn befreit. Natürlich werdet ihr das nicht. Das macht euch auch so sympathisch. Wartet, Mann, ich muss mal mein Skill machen. Oh, mein Inventar ist überfüllig, glaube ich, gemacht. Was verkaufen? Ich muss mal den Gesicht. Ich nehme jetzt den Schild. Den Schild werfen. Sind da noch viel Loot da unten? Loot. Hallo, erst Sachen verkaufen. Loot. Ah. Ich habe so ein Schild. Kehre in die Stadt zurück. Tschüss, Aska. Nein, ich Mann. Ich kehre in die Stadt zurück. So, Mann, das geht. Jetzt vibriert er schon wieder so voll, Mann. Oh, die Waffe ist besser. Mein Anker geht zu mir. Ich hab voll 30 FPS, Mann. Oha, er hat 30 FPS, tötet ihn. Ja. Genug. So über 60. Aber schwankt auch ganz stark hier in Diablo, komischerweise. Ja. Ja, ist halt Blizzard. Wobei bei Heroes of the Storm haben die ziemlich die Performance verbessert. Oh ja, das war viel besser jetzt. Also gerade Edelsteine hier, wo sind die hin? Doch, hatte gesehen. Traktor, Mann. Also, ich geh schon mal weiter. Ah, warte. Oscar geht einfach durchs Portal. Ja, Mann, ja. Exklusives Zeug, Mann. Guck mal, Zeller ist vor mir reingegangen, aber kommt später raus. Sind ein raues Pflaster. Ich hab noch einen Abstecher gemacht, irgendwo. Sein, um dort zu überleben. Ups, das ist ja teleportieren. Oh nein, nicht diese Viecher, die hasse ich. Die sich in den Stein direkt unter ihren Füßen hüllen. Sie erscheinen als mächtige Riesen. Ein paar harte Schläge offenbaren jedoch, dass ihre wirkliche Form wesentlich... Bleib mal hier hinten, ne? Das ist eine gefährliche Form. Meine Reise in die Ebenen des Wahnsinns hat es mir ermöglicht, eine neue Welt zu sehen. Oder wie heißt der? Doch, eine Welt, die für sterbliche Augen fast schon zu fantastisch ist. Die uralten Schlachtfelder erstrecken sich vor mir. Eine Einöde, die von kleinen umherstreifenden Bestien bewohnt wird. Sie ziehen endlos durch das nicht genug Zaun an den Überbleibseln. Ich habe eine seltene mächtige Zweihandwaffe gefunden, die 1200 Schaden macht. Alle gibt's denn hier? Der Ebenen des Wahnsinns lauern an der Oberfläche. Nicht. Außerdem macht 1300 Schaden. Verstecken sich direkt unter der Erde und brechen hervor, um mit ihren gewaltigen Kiefern nach ihrer Beute zu schnappen.
und meine heldenhaften Freunde. Hast du jetzt wieder gestartet? Ja. Ja, da immer noch. Macht euren Frieden. Wie viel Schaden machst du von den Statistiken? Keine Ahnung, Mann. Ah, ich mach Schaden 28.000. Was? Machst du denn besser als du? Ja, du bist ja auch ein DDler, Mann. Genau. Aber ich bin zwei Level unter dir. Ja, und? Eins war und hab scheiß Gegenstände. Ich bin ja nur da, um was auszuhalten, Mann. Warte, nein, Profil ansehen. Guck mir jetzt einfach das Profil an. Das ist doch ein komisches Grab. Ich benötige mehr Zorn. Oh mein Größe, oh mein Gott. Wie kein Wichser. Du machst 24.000 Schaden. Alter, das hättest du nicht sofort sagen können, oder so. Der tot, ja. Aua. Warte, lass mal schnell Pause machen, da kann ich noch schnell was machen. Ich lass durchlaufen. Bin ich zu faul. Weil ich muss. Ja, dann müsst ihr fast wieder schneiden. Ah, ja, okay, dann noch 11 Minuten. Aber ich hab nur 10 Minuten. Nein, ich hab 11 Minuten. So. Dann machst du 20 Minuten. Ja, lass bei 20 Minuten kurz was machen, dann kann ich schnell hier. Mein hast Ding du die Demo-Version noch bei Bandicam oder was? Ja, ich hab das noch nicht aktiviert, mein obwohl ich das aktiviert habe. Vorhin. Ja, ich hab das noch davor gemacht. Ich gewohnt, warum nur genau bei 10 Minuten da Stopp gemacht. Ja. Hast du das eigentlich das Video angesehen? Ja, also halt. Nicht genug Zeit. Aber nur zur Hälfte. Ja. Weil ich das Spiel nicht so jetzt. Schlecht. Aber Absolut wird berühmt jetzt. Ja, und alle haben es lieb. Alle, wirklich jeder. Ich hab niemanden, der gesagt hat, Öl war jetzt nicht. Also, da kommt so ein Kommentar von einer X Person, die heißt. Und dann hast du ein Problem mit drauf. Was? So. Da kommt so ein Fronk daher und sagt so, ja Mann, du bist voll cool. Lass mal was? Videos machen. Hilfe. Wir müssen übrigens nach oben, steht da. Auf meiner Karte. Ja, so der falsche Weg, den der läuft. Ja, ich bin nur dem Mob gefolgt. Ich bin nur Aska gefolgt. Lol. Ja, und ich bin meiner Intuition gefolgt. Ja, die war scheiße. Wer hätte gedacht? Oh, erstmal irgendwo reinlaufen. Neues Ereignis. Oh, ich hätte nicht die Zeitfalle deaktivieren sollen, oder? Oh, scheiße. Ich benötige mehr Zaun. Ja, bist du jetzt nicht in der Zeit eingefroren gewesen? So wie in dem. Nein. So wie in dem Statusfeld von Zeratul? Oh, das ist so krank, dieses Feld. Er macht erst und was macht er? Er sperrt in der ganzen Team einfach dann einmal jeder da reinläuft. Das war ja so geil, alle sind eingesperrt. Unser ganzes Team ist eingesperrt, nur Zeratul nicht, weil er davon nicht betroffen ist. Ja, hat unser ganzes Team einfach. Ey, ohne Scheiß, damit kann man richtig gut trollen eigentlich. Ja. Bist du mitten in so einem Dings da und mitten in so einem Ereignis und dann sein ganzes Team ist da, machst das Feld an und dann regen die sich voll auf. Oder du feedest damit richtig die Gegner. Oder geht's denn? Ja, die Karte, kann man die denn nochmal kleiner machen? Oder größer? Ja, so. Mit Tab kannst du sie größer machen. Spring mal hoch einfach. Weil unten ist nichts mehr. Ja. Die Intuition von Aska hat uns wieder fehlgeleitet. Die Intuition. Die Intuition von Aska orientiert sich nach Punkten auf der Karte, die noch nicht entdeckt wurden. Guck mal, hier ist sogar eine Treppe. Ich habe in Kains alten Aufzeichnungen viele. Was dachte ich, hier ist ein Pac-Man so? Als Ebenen des Wahnsinns. Ein umgedrehter Pac-Man. Pac-Man. Er reiste vor 20 Jahren. Wir und haben Engel. Eine alte Belagerungswaffe gefunden, mit der wir Malta Elfina ablenken und sie von der Ramme weglocken können. Kommt ihr mal hier, ja? Doch wir können nicht gleichzeitig. Puh, was habt ihr gemacht? Beschützt uns, ja. Während wir unsere. Ah, nicht? Hey, Belagerungswaffe repariert, was habt ihr gemacht? Mit Chris? Boah, Alter. Wir sind super, super, super gut. Ich hab keine Ahnung, was wir da machen, aber wir sind super gut. Ja, wir sollten mal. Ich geh mal nach oben und helfe denen mal. Ja, mach das mal, wir kämpfen dann gegen den Typen. Genau. Ich werde angegriffen, helft mir! Keine legendären Sachen.
erstmal gehen. Okay. Man, das sieht trotzdem aus wie so ein. Erstmal kommt der dort angewirbelt. Ja, der kann Skyforge, kann das auch. Der kann das auch durchgehen. Ich hab mir heute noch ein bisschen angeguckt, das sieht eigentlich ganz geil aus, das Spiel. Ich wundere mich, das Skyforge. Ja, ich lade mir auch momentan gerade nicht runter, weil auch da sind 9,2 GB. Ja, ja. Nicht viel. Ja, wie gesagt, ich habe hier schon eine Menge gespielt. Aber das ist die Beta, ne? Wenn jetzt zum Beispiel Beta vorbei ist, dann müssen ist in der ganzen Spielstelle wieder. Dann müssen ja die ganzen Spielstellen wieder weg sein, wie bei WoW halt. Ja, wie bei WoW. Weil ich weiß, das ist dann auch nicht so. Ja, aber du, bei MMOs ist das eigentlich so. Das wird die Diener des Todes beschäftigt halten. Das ist ganz ein WoW-Vergleich, das ist ein schlechter Vergleich. Ihr seid ein edler. WoW macht aber auch Beta und so, und dann ist immer alles weg. Ja, wenn jedes MMO wie WoW ist, dann. Ja, WoW ist immer. Da müssten alle da müssten alle MMOs gut sein. Ja, weil das ja noch marktführend ist. Trotzdem. Ja, aber ein erneutes MMO wie WoW ist kein gutes MMO. Nein, ich meine, die Beta, dass du dir halt das zurücksetzen, dass du halt von neu anfängst. Und ja. Dass die halt alles. So war das auch mit der Beta von Elder Scrolls Online. Komm, war das Hauptspiel draußen, waren da alle Charaktere weg. Das meine ich. Ja, aber mal davon abgesehen, davon gab es keine Außenbeta. Und es war nicht Free-to-Play. Du hättest ja einen Vorteil. Es ist ja ein unfairer Vorteil eigentlich, ja. Wenn die Charaktere behalten wurden. Weil die Beta nie entwickelt wird, davon abgesehen. Okay. Ich hab grad gesagt, ich hab irgendwie Angst vor. Können wir da rein? Ja, wir können da rein. Reicht der Ertriebenen? Normalerweise müsste sich das eigentlich schließen und dann. Und dann eigentlich neu aufgehen. Sehen wir ja, wenn. Kann ja sein, dass er erstmal lange Open Beta ist. Sind in einer weit entfernten Guck ich auch. Ich guck nochmal nach, ob die Leute. Von wegen Charakterlöschen und so. Jetzt werden unsere Charaktere gelöscht, Mann, weil. Ja, auf jeden Fall, dann höre ich definitiv auf, das Spiel zu spielen. Ja, fängst du an, wenn es raus. Du kannst ja Wildstar spielen, das ist ja auch jetzt bald. Spielplay, ja. Weiß aber nicht genau wann. Keine Ahnung, wie Asgard und ich werden uns wahrscheinlich Wildstar angucken, oder? Ja, Wildstar wollte ich ja auch angucken, wie das Haussystem und so. Das ja, aber ich, ja, ich habe mir das ja mal ein wenig angeguckt. Guckt, aber ich hatte da irgendwie nicht so die Lust dran zu spielen. Und Performance-Probleme hast du doch auch, oder? Nein, nein, hatte ich nicht mehr. Das hatte ich mir auch mit dem alten PC, mit der alten Grafikkarte. Ja, stimmt, das war mit der Open Beta oder so. Da, mit der Beta, da hatte ich solche Lags und ein Frame-Einbrüche und alles. Ja, das war auch. So schlimm. Aber du hattest ja mal so einen Key bekommen. Ja, ja, ich hatte an sich mal so ein Key. Einen habe ich dir ja auch gegeben. Oh, es kann mich irgendwo wieder reinmachen, ja. Habe ich dich auch nie benutzt, oder? Ich weiß es nicht. Oha, ein verlorener Key. Hat doch was gekriegt, wo ist das denn? Beim Ding, Krieg dauernd Begleitersachen, die ich nicht brauche. Ja, ich auch, ich hab die ganze Zeit in meine Küche verstaut. Boah, ich vielleicht. Zweiten Addon, was rauskommt in 3 Jahren. Von was? Von Diablo 3. Genau. Diablo 4 ist ja schon arbeitet oder nicht? Ja, dann kommt Diablo 4 in 10 Jahren. Ah, ja. Egal, wäre ich Diablo 4 confirmed, weil Diablo 3 haben. Weil Diablo das ist confirmed. Diablo hat alles geplant, Mann. Diablo? Ach so. Ja, Foxy Diablo ist der Endboss des Spiels. Ja. Wer ist das? Haben wir denn das Red? Hä, wer ist das? Kennen wir den? Haben wir den schon mal gesehen? Ist das nicht mein Nachbar, Mann? El Diablo. Oh Scheiße. Hätten wir aber sterben lassen sollen. Ja, hätten wir. Ich erinnere mich irgendwie von Dragon Ball, die zwei da in der Hölle. Was denn für so? Ich muss übrigens nochmal Dragon Ball weiterspielen. Echt? Und ich Foxy, was hast du gestern so gemacht, als ich nicht da war? Geschlafen. Er war da online, hat angeschrieben, hat nicht geantwortet, antwortet mir dann irgendwie heute um 1 Uhr.
Ich hab geschlafen. Ich hab